Boah, Ghostbusters! Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe vom Börsenpunk. Natürlich beginnen wir wie immer mit den Fragen. Bei Nell hast du dich anscheinend verschätzt. Verschätzt? Hatten wir vor einem halben Jahr in der Sendung. Läuft bombig. Wasserstoffperle, Spezialist für den Aufbau von Wasserstofftankstellen, Norweger. Ich habe ihm gesagt, Rücksetzer muss kommen. Ja, den gab es auch mit den Zahlen. Am gleichen Tag 8% nach unten, am gleichen Tag wieder aufgeholt. Der Ausblick war sensationell. Fast 1 Milliarde Börsenwert für mickrige Umsätze, aber die Firma ist sensationell. Ich glaube, der nächste Move, der wird zwischen 10 und 15 norwegische Kronen enden. Unbedingt dabei bleiben. Was hältst du vom BVB? Ja, gleiche Farben wie mein Lieblingsclub, die Altstadt. Sensationell, auch wenn sie nicht Meister geworden sind. Ja und? Das Management ist gigantisch. Die Neueinkäufe jetzt. Nico Schulz von Hoffenheim, Torgen Hazard von Gladbach und Julian Brandt von Leverkusen. Sensationell. Für 25 Millionen festgeschriebene Ablösesumme. Woanders wäre vielleicht 80 wäre oder so. In der fußballfreien Zeit hat sie die Aktie immer hervorragend entwickelt. Da wird der Deckel wegfliegen. Die geht bald über 10, 11, 12 Euro mein Kursziel. Warum soll der Club billiger sein wie Juve? Village Farms. Ist das immer noch einer deiner Favoriten im Cannabis-Bereich? Oh ja, den sensationell. Es gibt sogar Hanftee mittlerweile, habe ich entdeckt. Naja, gut. Schmeckt grenzwertig. 30 Jahre Erfahrung, Obst und Gemüse, jetzt Cannabis. Die Kapazitäten haben sie. Sensationell. Konsolidierung jetzt. Und bald wird hier nach oben der Deckel wegfliegen. 660 Millionen Kann-Dollar Börsenwert. Aurora dazu im Vergleich 11 Milliarden. Und Village Farms will die Nummer 3 werden. Was hältst du von Alteryx? Nee, nicht Asterix oder bayerisch Ulrix. Softwarefirma, Datensammlung, Datenverarbeitung, unter anderem für Pharmafirmen. Jeden Rücksetzer würde ich hier kaufen. Börsenwert rund 4,5 Milliarden. Tolle Firma, finde ich sensationell. SFC Energy, deutscher Nebenwert Small Cap, 150 Millionen Börsenwert. Klein, deswegen High Risk ohnehin. Im Februar hat der Vorstand bekannt gegeben, wir wollen auf Wasserstoff-Brennstoffzellen einfach spezialisieren oder ein neues Geschäftsfeld. Dann ist der Deckel weggeflogen. Würde ich jetzt hier noch aufspringen? Nee. Die kann sich durchaus weiterentwickeln auf diesem Trendthema, aber ohne mich. Ohne mich. Nach dem Kursanstieg. Perspekta. Perspekta. Puh, was machen die? IT, Outsourcing in die Cloud, künstliche Intelligenz, Datenanalyse. Alles ein bisschen im Internet. Apropos Internet. Hier ein Ausschnitt aus meinem Lieblingsfilm Männerherzen. Hast du schon eine Website? Das hat mit diesem Internet zu tun, richtig? Ich glaube nicht, dass sich das auf die Dauer durchsetzt. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Hast du schon eine Website? Das hat mit diesem Internet zu tun, richtig? Ich glaube nicht, dass sich das auf die Dauer durchsetzt. Gigantisch. Ja, das Internet hat sich durchgesetzt. Perspekta macht von allem etwas 3,5 Milliarden Börsenwert. Aber der Chart, aber für mich kein Alleinstellungsmerkmal irgendwie ersichtlich. Sorry, kann mich nicht überzeugen. Gazprom hatten wir erst vor kurzem in der Sendung und die Aktie ist um 20% nach oben weggeflogen. Dividendenerhöhung um fast 60%. Sensationell. Was ich damit machen würde? Freut euch, freut euch, freut sich jeder, der die Aktie hat. Und lasst sie liegen. 76 Milliarden Börsenwert. Das Teil ist immer noch ein Schnäppchen. Donald Trump zündelt mal wieder. Und zwar erhebt er Zölle auf chinesische Waren. Das heißt, wir haben im Moment einen Handelsstreit zwischen den USA und Xi Jinping aus China. Was ist das Problem? Findet man Trump jetzt gut oder schlecht? Ja, aber hat er recht oder hat er nicht recht? Das Problem ist doch, lebt China diesen Geist des Freihandels? Vor 18 Jahren ist China der WTO beigetreten, der Welthandelsorganisation. Aber verhält man sich eigentlich auch nach diesen Regeln? Nein, machen sie nicht. Das Problem ist doch, China nutzt die freien Märkte und die offenen Märkte in den USA und in Europa. Aber auf der anderen Seite ist der Zugang für den chinesischen Markt, der ist politisch reguliert. Und das ist nicht okay. Deswegen hat Trump sicherlich recht. Aber es belastet die Börsen. Und das macht mich etwas nachdenklich. Aussteigen. Kraftprotz der Woche ist Einhell. Das ist ganz heißer Shit. Am Puls der Zeit. Das wird jeder sagen. Boah, Werkzeuge, Gartenwerkzeuge. Langweilig. Ja, die Firma ist so langweilig, dass ich sie schon wieder total geil finde. Warum? Was macht Einhell so besonders? Hier haben wir die neueste Werbung in der Bayer. Toll. So, früher hatten wir einen riesen Kabelsalat hier. Boah, Gottes Willen, so das sah mir aus. Und was macht Einhell so besonders? Was macht's speziell? Ich weiß, es ist nicht unbedingt ein Akku von Einhell, aber Einhell schafft es mit einem Akku 87 verschiedene
Geräte im Moment zu betreiben. Egal ob Akkuschrauber, Stichsäge und so weiter und so fort. Das gibt's fast nirgends bei der Konkurrenz. Und 2020 sollen es über 110 Geräte werden. Und das ist ganz besonders. Das ist diese Plattform Power Exchange. Für mich ein Game Changer für Einhell. Die Wachstumsaussichten sind sensationell. Und hinzu kommt für mich noch, dass Einhell den Markteintritt in die USA geschafft hat. Der Vertrieb läuft unter anderem über Amazon, Lowe's, Home Depot. Und das ist ein riesen Marktpotenzial. Fast 40% des Gesamtmarktes für Gartenwerkzeuge wird in den USA gemacht. So, und die Wachstumsraten für Einhell, Martin, hier von 2015 bis 2020 den Umsatz 50% gesteigert. Ja, das ist kein Hotstock, aber langsam, kontinuierlich. Das finde ich richtig, richtig cool. Nur einmal sind die Umsätze zurückgekommen während der Finanzkrise 2008. Hier haben wir den Chart, 600 Millionen Börsenwert, zuletzt von 40 auf 100. Hier haben wir eine Konsolidierung. Toll, finde ich sensationell. Die erste Position kaufen wir bei 70 Euro, Nachkauflimit bei 65 Euro. Für mich eine richtig, richtig coole Firma, langweilig, aber geil. Und jetzt machen wir hier endlich mal ein bisschen sauber.